Die Hörspieljury. Wir hören selbst dann noch hin, wenn andere schon längst abgeschaltet haben. Ja, herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe der Hörspieljury. Hier ist Jay und wie immer ist mit mir im Studio Myxin. Ja, servus. Heute geht es um Professor Sigmund Freud, Folge 2, Familienersatz. Stimmt. Bei Professor Freud kündigt sich ein Patient an, ein Patient namens Klaus Harrand, der unbedingt von Professor Freud therapiert werden möchte. Ja, Problem in der ganzen Sache, er hat sich dazu entschlossen, mal eben spontan seinen Vater umzubringen und möchte jetzt von Professor Freud therapiert werden, damit er danach ein glückliches und zufriedenes Leben neu beginnen kann. Im weiteren Verlauf des Hörspiels kommt sehr schnell eine Waffe zum Einsatz, sprich Professor Freud wird mit vorgehaltener Pistole überredet, dann auch diese Therapie zu beginnen. Und wie das für Professor Freud so ist, versucht er sich in die Gedankenwelt von Herrn Harrand und seiner Familie hineinzudenken und beginnt seine psychotherapeutischen Ansätze und Spiele zu verwirklichen, um dem Problem, warum bringt jemand spontan seinen Vater um, auf die Spur zu kommen. Anna Freud, Tochter von Sigmund Freud, bekommt das mit, dass ihr Vater in einer bedrohlichen Situation ist und ruft Karl Gruber auf den Plan, den Polizisten, den sie aus einem vorangegangenen Fall kennt, und beide überlegen jetzt, wie sie Professor Freud helfen können. Das Hörspiel ist von Stiel produziert worden. Es sind namhafte Sprecher dabei. Andreas Fröhlich als Karl Gruber. Dann ist da noch Hans-Peter Hallwachs als Sigmund Freud. Und wir haben Felicitas Woll als Anna Freud. Das sind die drei Hauptakteure, die wir auch schon aus der ersten Folge kennen. Und ja, wie das so ist, sie machen ihre Sache sehr gut. Mir gefällt Herr Hallwachs als Professor Freud sehr gut, als gesetzter älterer Herr, der ruhig und bedacht, selbst in bedrohlichen Situationen, die ganze Problematik zu analysieren versucht. Ein Andreas Fröhlich als Karl Gruber gefällt mir auch, und auch Frau Woll macht ihre Rolle als Anna im Rahmen der Möglichkeiten auch gut. Hier wäre allerdings auch gleich ein Kritikpunkt von mir zu nennen. Ich habe nach wie vor in diesem Hörspiel das Problem, dass irgendwie die Personen für mich sehr blass rüberkommen. Es fehlt mir so ein wenig die Dynamik im ganzen Hörspiel, die von den Personen ausstrahlen muss, da es sich letztendlich um ein 3-4-Personen-Stück handelt, ohne große Action, ohne ausufernde Handlung, sondern eher eine ruhige, beschauliche Couch-Atmosphäre, die selbst eine Pistole von Herrn Harrand nicht so richtig aufzumöbeln versucht. Da bin ich im Moment etwas enttäuscht von. Atmosphärisch wird das Ganze gut unterlegt von Stiel. Eine der großen Pluspunkte, Stiel kann gut mit Atmosphäre umgehen, mit Musik. Es ist ein Soundtrack eingespielt worden vom Berliner Orchester. Und das hört man diesem Hörspiel auch an. Ansonsten kann man noch sagen, dass die Therapie in diesem Hörspiel, also die Rückblicke in das Familienleben von Klaus Harrand und die erdachten und gespielten Rückblicke zwischen Professor Freud und Herrn Harrand in dieses Familienleben sehr gut inszeniert wurden. Man hat dort eine musikalische Untermalung gewählt, auch als Übergang. Und diese musikalische Untermalung kann auch sehr deutlich den Therapieverlauf anzeigen, wo man locker beschwingt eigentlich aus der Situation rausgeht und im nächsten Moment dann die Musik abstürzen hört, weil der Harrand sagt, nein, so ist das alles gar nicht gewesen. Das hat mir sehr gut gefallen. Es war aber auf der anderen Seite auch das Typische, was man wiederum erwarten konnte. Und deswegen ist auch hier meine Meinung, Stiel hat sich auch hier nicht besonders so hervorgetan, wie ich es eigentlich von Stiel eher noch gewohnt bin, so dass insgesamt dieses Hörspiel meiner Meinung nach hinter meinen Erwartungen für doch dieses sehr eloquent und sehr gut und hervorragend arbeitende Tonstudio doch etwas zurückbleibt. Alles in allem ist die Hörspielserie und diese Folge eher etwas Beschauliches. Es ist auch ein Kammerspiel. Und jeder muss für sich selbst entscheiden, ob er das hören mag, wer Action-Hörspiele erwartet oder hochkriminalistische Fälle, ist hier bei Professor Freud vielleicht enttäuscht. Das ist aber auch nicht Ziel
dieses Hörspiels, meiner Meinung nach. Hier geht es um die Näherbringung, wie kann man einen Fall aus psychologischer Sicht lösen, und dort gibt es entsprechende Ansätze. Zu erwähnen ist vielleicht noch, dass am Ende des Hörspiels ein Kommentar von Frau Dr. Salver-Meyer kommt zu Professor Freuds Ideen des Ichs, des Es und des Über-Ichs, also dieser drei quasi Persönlichkeiten, die ein Mensch seiner Meinung nach enthält. Das ist eine sehr interessante Ergänzung, die auch dieses Hörspiel etwas außergewöhnlicher macht und eine nette Abrundung bietet. Nichtsdestotrotz bleibt meiner Meinung nach Stil hinter seinem Können zurück, und deswegen geht mein Hörspiel Daumen hier nur auf einen, wenn auch leicht positiv, mittleren Daumen. Und damit übergebe ich an Myxin. Ja, vielen Dank. Professor Sigmund Freud, Hörspiele für psychisch Gestörte. Super, da fühle ich mich gleich von angesprochen. Ja, wir bekommen hier eine reizvolle Kriminalgeschichte, und durch die Hintertür bekommen wir quasi noch so ein bisschen Bildung mit untergeschoben. Wir erfahren einiges über die Person Sigmund Freud, über seine Psychoanalyse, über seine Thesen, über seine Methoden. Wer Hörspielberieselung nicht nur des seichten Entertainments wegen mag, sondern auch für etwas Erbauliches, Substanzielles zu haben ist, für den ist das hier eine feine Sache. Im Musikbereich unterscheidet man ja zwischen U-Musik und E-Musik. Also U-Musik die bloße Unterhaltungsmusik und E-Musik die Musik, die eh keiner mag. Ja, also Quatsch, die ernstzunehmende oder sich ernstnehmende Musik. Und ich finde, hier bei Freud ist eine wunderbare Kombination aus U und E gelungen, die Spaß macht, sofern man zu so etwas Zugang hat. Was schade ist, was aber auch ein bisschen in der Natur des Mediums liegt, ist, dass im Hörspiel die Beweggründe des Täters oft nicht besonders gründlich hinterfragt werden. Oft werden Schwarz-Weiß-Kategorien angeboten, Menschen sind überwiegend gut oder böse und es gibt wenig Graustufen dazwischen. Hier bei Freud kommen wir den Personen näher, weil wir erfahren, wie sie zu dem wurden, was sie sind, was dann auch ihre Taten erklärt. Wenn irgendwo ein Irrer mit einer Schusswaffe durchs Hörspiel fuchtelt, dann sagt man sich, ja gut, er hatte halt zum Frühstück eine Überdosis Dachschadenpulver im Proteinshake, so what? Hier bei Freud heißt es, Moment, ne, das müssen wir erstmal analysieren, hier ist die Couch, legen Sie sich hin und dann gucken wir mal, wo die Aggressionen herkommen, die ja irgendwo ihren Ursprung haben müssen, bla 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 und so weiter. Ich finde das schön, das ist mal ein neuer Ansatz für eine Hörspielserie, den ich so noch nicht kenne. Bemerkenswert fand ich auch noch den inszenatorischen Kunstgriff mit dem Ich, dem Über-Ich und dem Es. Das ist ein wiederkehrendes Element im Hörspiel und in der Serie. Freud hat die menschliche Psyche in diese drei Instanzen eingeteilt. Und diese drei Instanzen halten gelegentliche Zwiesprache im Hörspiel und weisen dabei auch ganz die Züge auf, die Freud ihnen zugeordnet hat. Also das bringt auch nochmal eine besondere Note mit hinein. Ja, auf gar keinen Fall unerwähnt lassen darf ich den wissenschaftlichen Beitrag von Frau Dr. Salver-Meyer, die ja am Ende spricht. Wenn man will, kann man diesen Part deplatziert finden im Hörspiel und ihre ganze Sprechweise enervierend empfinden. Ich will aber nicht, denn ja, wir haben hier den O-Ton einer Fachfrau und nicht von einer Schauspielerin eine eingesprochene Rolle. Und es geht weniger darum, wie sie es sagt, sondern was sie sagt. Und wenn sie dabei nicht immer ganz so flüssig rüberkommt, dann bekomme ich dafür Authentizität zurück. Und ich empfinde es auch nicht als Fremdkörper im Hörspiel, sondern als zusätzlichen Bonuspart nach dem Hörspiel. Und ich freue mich ehrlich gesagt auch immer schon während des Hörspiels darauf, was denn Frau Doktor zum behandelten Thema aus wissenschaftlicher Sicht abzusondern hat. Das ist ein Beitrag, den kann man mögen, den muss man aber nicht mögen. Ich bin gespannt, wie im weiteren Verlauf der Serie uns noch weitere psychische Störungen näher gebracht werden. Vielleicht sind dann da ja auch die häufigsten Auffälligkeiten dabei, die uns so in der Hörspielszene begegnen. Insbesondere bei den Vertretern der hörspielproduzierenden Zunft, wie zum Beispiel der Größenwahn, talentfreier Möchtegern-Hörspielmacher, die der Meinung sind, sie hätten der Welt irgendetwas zu geben, oder die akustischen Halluzinationen minder begabter Regisseure, die der Meinung sind, ihre Hörspiele würden irgendwie gut klingen, oder aber auch die Phobie, womöglich die Hörspiellizenz zu verlieren, wenn es nicht gelingt, schneller die Hörspiele und das Volk zu mischen, als die Hörer sich übergeben können. Also, das wird noch spannend, aber zurück zum Stück. Wir haben hier eine Produktion mit gestörten Persönlichkeiten, aber kein gestörtes Hörspiel, sondern im Gegenteil ein beherztes, überzeugendes Hörspiel, das ich gerne auch ein zweites und drittes Mal gehört habe.
würden Hörspiele bei Fernsehsendern laufen, würde wahrscheinlich Professor Sigmund Freud bei Arte oder bei Dreisat ausgestrahlt werden. Also ich bin mir nicht ganz sicher, ob das Hörspiel großen Anklang findet bei der breiten Masse, aber ich drücke auf jeden Fall die Daumen und wenn ich sie gerade nicht drücke, dann zeigen meine Hörspieldaumen nach oben. Ja, und damit übergebe ich an uns. Die große Runde. Ja. Wir haben hier ja die Idee zugrunde liegen, dass man eine tatsächliche Persönlichkeit des Zeitgeschehens genommen hat und sie in eine fiktive Hörspielgeschichte verstrickt hat. Das ist eine gewagte Idee, aber auch eine Idee mit sehr viel Potenzial. Wie gesagt, ich finde es sehr interessant und vielleicht macht das ja auch Schule. Also ich könnte mir auch vorstellen, dass dafür noch weitere Persönlichkeiten des Zeitgeschehens auch so ohne gekratzt werden für andere Serien. Ich könnte mir da vorstellen, zum Beispiel Genghis Khan oder Leonardo da Vinci oder Rasputin oder Lollo Ferrari. Was meinst du? Ja, sicherlich. Da gäbe es sicherlich Persönlichkeiten, die man miteinander verquicken könnte. Persönlichkeiten, deren reales Leben und deren Werke man vielleicht sogar miteinander verbinden könnte. Ich denke jetzt zum Beispiel an Jules Verne. Warum sollte der nicht seine fiktiven Geschichten selbst erlebt haben? Also daraus könnte man sehr interessante Geschichten bauen. Problem ist immer nur, wenn man reale Figuren nimmt, man ist in einen gewissen zeitlichen Rahmen gebunden. Man weiß nun halt, Anna Freud, die Tochter, die hat auch noch im 20. Jahrhundert gelebt, weit hinein. Da kann man nicht so wie in diesem Hörspiel jetzt einfach mal sich entschließen, aus dramaturgischen Gründen Anna Freud schwer zu verletzen. Der Klaus Harrand erschießt sie beinahe oder erschießt sie wirklich, um einfach mal die Dramaturgie in diesem Hörspiel etwas auf die Bahn zu bringen. Dort sehe ich ganz klar Probleme und Grenzen, wenn man in einem echten, realen Zeitgeschehen so bleiben möchte, wie wir es außer Geschichte her kennen. Ich finde, hier bei Freud ist das ganz gut gelungen. Man bekommt doch eine fiktive Geschichte, die für sich genommen funktioniert. Aber du hast schon recht, man unterliegt den Fesseln, die einfach die gesicherten Fakten dem auferlegen. Ich sehe auf der anderen Seite aber auch noch das Problem, dass Freuds Theorien ja am Anfang standen. Also er ist doch recht ein- bis zweidimensional. Klar, er hat mit dem Ich, dem Über-Ich und dem Es einen gewissen Rahmen abgesteckt. Er steckt in den Kinderschuhen der tiefen psychologischen Analyse. Er ist der geistige Vater dieses wissenschaftlichen oder medizinischen Zweiges. Auch dort sehe ich wirklich das Problem, dass man dann doch irgendwo immer wieder alles auf die Kindheit, auf die Eltern zurückführt, um medizinische oder psychologische Probleme zu erklären. Und deshalb ist es ja gut, dass zum Schluss nochmal wirklich aus der heutigen Sicht Frau Dr. Salvermeier sagt, ja gut, das hat man früher gedacht, das hat man zum Teil revidiert. Es wird einfach nochmal aufgezeigt, das war Stand damals und so betrachten wir das heute. Ja. Ein Wort zu den Coverbildern vielleicht noch. Sie zeigen alle das gleiche Porträtfoto von Freud. Drumherum drapiert sind einige zeitgenössische Motive und die Bilder sind jeweils einfarbig gehalten. Das sieht einerseits sehr schick aus. Andererseits sehe ich da eine gewisse Verwechslungsgefahr, die droht. Insbesondere, wenn man das vielleicht ein bisschen aus der Distanz sich anguckt und nachher sind vielleicht noch ein paar Folgen mehr erschienen. Man setzt hier mehr auf zurückhaltende Eleganz und die Covers springen einem nicht direkt ins Gesicht und schreien, kauf mich. Für dich ein Erfolgs Rezept? Also auf jeden Fall mag ich es, dass man sie bewusst schlicht edel gehalten hat. Man hat den Zug Professor Sigmund Freud, also den Titel der Serie, in einer silbernen Einlageschrift sozusagen auf dieses Cover aufgearbeitet. Es wirkt sehr edel, aber die Verwechslung sehe ich auch, wenn ich jetzt meine Augen über das Hörspielregal schweifen lasse und sehe da sechsmal Professor Freud, da muss ich jetzt erstmal überlegen, welche habe ich denn jetzt schon zu Hause? Wenn ich normaler Standardkäufer bin und ins Geschäft gehe, da ist doch die Verwechslungsgefahr sehr groß. Nichtsdestotrotz, es wirkt sehr edel. Man muss nur aufpassen, dass man mit den Farben sich nicht wiederholt, weil dann wird es wirklich gefährlich. Ja, und das wird auch schon schwierig nach 5, 6 weiteren Folgen. Ne? Dann sind das nur noch Farbnuancen vielleicht. Genau, dann hat man schon sämtliche pink und grün und blau und gelbstichigen Cover durch und steht dann vor dem Rätsel, was nehme ich jetzt? Infrarot oder doch eher ultraviolett? Aber der Stil des Designs passt auf jeden Fall zum Produkt. Das ist richtig. Ja. Verhalten, elegant und auf historische Objekte angelegt, muss ich sagen, das ergibt tatsächlich dann ein stimmiges Bild. Mhm. Und in diesem Sinne hören wir uns das nächste Mal wieder. Wenn es wieder heißt. Hoppla, hier ist die Hörspieljury. Hoppla. Die Hörspieljury wurde präsentiert von experimentstille.de.